Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Long Dark im Story-Modus. Wir sind mittlerweile ziemlich in der Nähe von dieser Zuglinie. Müssen aber jetzt an diesem Wolf da vorne vorbei. Ich hoffe, die Fackel brennt lang genug. Ja, und er hat uns auch schon gesehen. Wehe, du greifst an. Guck mal hier. Das ist Feuer. Das ist heiß. Und wir stecken fest. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Greife nicht an. Guck mal. Ich hab. Kein Köder, nix. Nee, nee, nee. Sei ein liebes Wölflein. Und lass den armen Will. Hoffentlich kann der über Bäume laufen. Ich hoffe nicht. Das wäre unsere Rettung. So, liebes Wölflein. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das schaffst du nicht. Bitte lass es ihn nicht schaffen. Mal kurz hier die Kuppel hoch. Abchecken. Okay. Sieht gut aus. So, wo sind wir denn jetzt? Also, da ist der Erdrutsch. Hier waren wir jetzt, glaube ich. Hier sind wir über diesen Baum getingelt. Und jetzt müssen wir irgendwie hier durch das Gebirge durch. Ich hoffe, dass meine Orientierung gerade mitspielt. Autsch. Sorry, Will. Es tut mir leid. So. Erstmal wieder beruhigen, in der Hoffnung, dass hier nichts Wölfiges rumrennt. Ich warte ja innerlich schon auf den nächsten Schocker wieder. Meine Bären haben wir ja auch noch nicht gesehen. Bis auf in der Cutscene. Das wird auch irgendwann mal Zeit. Okay, so. Oh, hier sind wieder Schienen. Haha. Guck mal, wir haben das hingekriegt. Sehr schön. So. Hier macht das jetzt so eine leichte Schleife, ne? Dann sind wir jetzt hier. Gut, dann laufen wir aber. Dann müssen wir mal gucken. Irgendwann rechter Hand müssen wir das ja sehen können. Wie viel Fackel haben wir? Okay. Einmal kurz gelauscht. Dann die Lauscherchen aufgesperrt, ob da nicht irgendwo ein Wolf herläuft, den wir nicht sehen. Ich höre auf jeden Fall keinen. Vielleicht steht der auch gerade doof rum nur. Wer weiß das schon? Oh, können wir hier hoch? Oh, können wir? Oh, ich möchte Zug fahren. Oh. Funktioniert nicht. Schade. Will, du hast Hunger, ich weiß. Und sobald wir da sind, darfst du auch was essen. Aber bis dahin müssen wir leider noch ein bisschen. Oha, ein Rehlein. Ein Rehlein, ein Rehlein. Oder Hirsch. Wie auch immer. Und ich glaube, da unten müssen wir hin. Kann das sein? Ist das richtig? Also wir müssen ja auf jeden Fall rechts irgendwie. Ich glaube, das ist es. Aber ich weiß nicht, ob wir von hier dahin kommen. So. Das Hirschlein rennt vor uns weg. Und jetzt, wo wir einen Wolf hätten gebrauchen können, ist keiner da. Na gut. So, gucken wir mal eben kurz ins Auto. This will come in handy. Streichhölzer. Im Schirm ist nichts. Oh, ich komm da nicht. Wieso? Wartet mal. Trick 17. Wir steigen einfach mal von hier ein. Haha! Oh, guck mal, und den Energie. Energie.
Den Energieriegel, den habe ich auch nicht gesehen. So. Dann laufen wir doch mal hier runter. Das wird es ja jetzt wohl sein, hoffe ich. So, bitte kein abgeschlossenes Tor, irgendwas, wo wir erst einen Schlüssel suchen müssen. Das wäre total freundlich, wenn wir da jetzt sofort reinkämen. Aber erstmal einmal kurz hier. Okay. Oh, endlich mal was, wo der Will durchgepasst hat. Ja, Ich möchte auf jeden Fall erstmal noch eben kurz an die Autos gucken, ne? Oh, hier, Zedernholz, alles mitnehmen. Wie viel wiegen wir denn? Oh. Wartungsplatz. Ja. Noch mehr Streichhölzer. Ist hier auch wieder was? Nee. Okay. Handschuhfach. Nix. Und Schirme. So. Und es wird stürmisch. War das ein Wolfgeknurr? Ohne Witz, ne? Ich bin gerade extrem... Hilfe. Auto. Einfach erstmal rein. Eine Gewehrpatrone können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das hat sich gerade echt für mich angehört wie Wolfsgeknurre, aber anscheinend, wir gucken mal aus dem Fenster, da ist nichts, ne? Oder? Nee? Ich meine, schlimmstenfalls, also wenn es hier wirklich hart auf hart kommt jetzt, dann können wir uns ja auf jeden Fall in das Ding hier reinretten, also in die Werkstatt, wie auch immer. Fahrzeug. Could end up being useful. Oh. Antiseptikum, da brauchen wir nicht wirklich. Außerdem ist das total schwer. Das ist ein Türchen. Na toll. Als hätte ich es nicht geahnt. Kann man die zumachen hier? Natürlich nicht. I can always use more food. Essen. Gut. Oh, da ist eine Säge. Na, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch für den Fall, dass der Will sich gleich nicht mehr bewegen kann. I think I can use this. Okay. Hier ist ein Bettchen. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt hier irgendwo draußen schlafen. Gut, ich könnte ein Feuer machen. Weil ich habe die Befürchtung, oh mein Gott. Dass wenn ich hier Haie mache, dass wir in der Nacht überfallen werden oder in der Stunde, wo wir schlafen. Dass da halt so ein Wölflein kommt. Und uns verspeisen möchte. Und wer möchte das schon? Der Will auf jeden Fall nicht. So. Okay. Haben wir alles? Mein. Oh. Wartet mal. So. Fertig. Da ist noch ein Türchen. Mal einmal hier rausschlinzen. Das Wolfsgeheule hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber wir können hier reingehen. Sehr dunkel. 106 Streichhölzer, habt ihr das gesehen? Ist ja phänomenal. So. Oh Mann, das ist aber ein großer Platz zum Looten. Mein Gott. Ja, dann fangen wir mal an. Gut, der Will, der kann schon kaum noch laufen. Wie viel wiegt der denn? 39. Eieiei, gleich kann er schon nicht mehr sprinten. Wir müssen unbedingt Zeug loswerden.
So, dann gucken wir doch direkt mal hier in diesen Gefrierschrank. 20 Kilo passen hier rein, gut. Boah. Wiedersehen, wiedersehen. So. Kohle, Zedernholz. Naja, ich packe mal das Zedernholz erstmal einmal hier rein. Weil das macht ja schon einen riesengroßen Unterschied. Ja, hier Antiseptikum. Ich meine, wir haben Bartflechtenverbände, dann braucht man das Antiseptikum nicht unbedingt. Hier schon wieder irgendwelchen komischen Kram. So. Essen, ohne Ende Essen mal wieder. Ja, die Bügelsäge, ne? Oh, guck mal, wir haben das Brecheisen. Das wollte ich ja eigentlich. Wollte ich das im Staudamm zurücklassen? Habe ich wohl vergessen. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ja, Metallschrott. Ja, den braucht man ja eigentlich immer, ne? Also normalerweise. Und wir wiegen immer noch voll viel. Okay. Oh, aber hier ist ein Bett. Dann machen wir das doch jetzt mal anders. Mal einmal aus. Was haben wir denn? Okay, die Sonne geht auf jeden Fall gleich unter. Der Will hat Hunger und der hat Durst. Okay, Will, dann bitte. So, den auch noch. Und eine Gipfelbrause hinterher. Man müsste nicht eigentlich hier so Limo und so ein Zeug durstiger machen als vorher. Ich meine ja nur. Salzcracker. So. Okay. Ein bisschen was haben wir verloren. Aber noch lange nicht alles, ne? Ich kann mich schon wieder, ich weiß schon gar nicht wieder, ich guckt euch mal die ganzen Schmerzmittel an, die wir dabei haben. Es ist Wahnsinn gerade. Aber wir machen jetzt Heia. Ganz, ganz viel und nee, wartet mal, wir machen noch kein Heuer. Einmal kurz Klamotten reparieren. Wäre vielleicht eine Idee. Zumindest mal einmal gucken, ob wir irgendwas reparieren müssen. Weil wir haben so viel Stoff dabei. Aber das ist alles echt. Ups. Alles noch super in Schuss. Hier, guck mal, die können wir mal eben einmal reparieren. Ja. Und hier sollen wir. Ach komm. Dann verschwenden wir hier auch mal eben kurze Stöfflein. So. Gut. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht, oder? Na, immer noch viel zu schwer. Okay, aber wir machen jetzt trotzdem. Wir machen jetzt hier Durchgangsheier. Bis. Keine Ahnung wann. Bis der Will aufwacht, weil er Durst hat. Aber dieses Türgeknarze, ne? Das ist also Wahnsinn. Da schrecke ich jedes Mal zusammen. So, wie lange müssen wir noch? Ich glaube, so 4 Stündchen könnten wir noch, ne? So, es wird Tag, sehr schön. Und wir können wieder irgendwie irgendwas in uns reinstopfen, weil. Was wiegt denn hier am meisten? Guck mal hier. Das essen wir jetzt als erstes. So kann man auch Gewicht und Kilo. Gewicht und Kilo. Gewicht und Kalorien verpurzeln. Also Kalorien gewinnen, Gewicht verlieren. Obwohl das auch nicht gerade Sinn macht, was ich sage. Wenn das im Real Life so wäre, das wäre super. Also wenn ich Kalorien zu mir nehme, dass ich dann mein Gewicht verlieren würde, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, außer irgendwelche Schokoriegel und Salzcracker in mich reinzustopfen. So, wir können uns wieder ein bisschen bewegen. Sehr schön. Wo ist unser Laternchen?
dann ist ja jetzt die Zeit gekommen, wo wir uns wieder voll machen können mit irgendwelchem Krams. Also, katastrophal. Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum ich hin und wieder mal Probleme habe, die Wölfe zu treffen mit dem Gewehr oder so. Wenn ich schon nicht in der Lage bin, so eine Schublade zu öffnen mit dem Mauspunkt, also Aimpoint, wie man ihn auch immer nennen möchte. What have we here? So, kaputte Metalltür. Da haben wir reingeguckt und da haben wir auch Sachen reingestopft. Ohne Ende Essen. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, was hier in diesem ganzen Spinnen und so noch Schönes versteckt ist. Ich meine, überall könnte ja so ein Schlüssel sein, den wir gebrauchen können. Und wir brauchen ja irgendwas zum Reparieren, ne? Oder nicht? Was brauchen wir denn überhaupt? Steht das dabei? Das ist ja nicht so, als hätte ich das schon dreimal gelesen. Handbetriebene Drehbank. Okay. Kann man hier in der Karte... Gibt es jetzt eine Karte? Nee, gibt es nicht. Schade. Gut. Dann, wo haben wir denn jetzt angefangen? Wo sind wir denn jetzt überhaupt reingekommen? Oh. Hier, ne? Okay, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Kiste. Würde ich zu gerne wieder öffnen. Aber ich glaube, da ist nichts drin, außer vielleicht mal ein paar Bücher oder so. Schuppen verlassen. Okay, das geht nicht. Holy. That's smart. Oh. He doesn't look so good. What's that on the floor beside him? Forest Talkers. Sounds like some kind of indie band. Maybe this guy was one of them. I guess I should check out this lodge. I have to stay focused on the task at hand. Okay, ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren und haben wir jetzt, wartet mal. Nebenstory, nix. Haben wir nicht jetzt eine Karte bekommen? Können wir die untersuchen? Oha. Wir müssen uns erheben. Wir können nicht länger tatenlos zusehen, wie die Ressourcenunternehmen unsere geliebte Insel ausbeuten. Wenn euch etwas an der Rettung von Großer Bär liegt, kommt zur alten Hütte am Rande des Provinzparks von Rätselsee. Die Mobilfunkabdeckung hier ist unzureichend, daher benutzen wir das Turnschuhnetzwerk. Turnschuhnetzwerk? Okay. Und vergesst nicht, sie beobachten uns. Vertraut also lieber niemandem. Okay, das ist sehr mysteriös alles. Hope nobody needs this anymore. Oh wow. Ja. Jetzt sind wir wieder voll überladen. Oha, und wir haben die Drehbank gefunden und einen Bolzenschneider. Mein Gott, ist ja Wahnsinn. Aber wenn ich da mal wieder auf meine Uhr gucke, so geheimnisvoll, dann ist die Folge hier auch schon wieder vorbei. Will, ich rede. Ja, und dann würde ich sagen, reparieren wir das Gewehr in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was diese Hütte für uns bereit hält. Also, ich freue mich. Bis dann!